Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder eure Yoshina mit The Little Inferno. Und vielleicht der letzte Part, aber wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir es nicht mehr weit bis zum Ziel. Wir müssen jetzt hier nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 7 Kombos machen. Und da geht's auch schön weiter mit Nummer 94. Spam-Wolke-Kombo. Die Spam-Wolke-Kombo. Das muss irgendwie Spam. Spam, Spam, Spam. Ich weiß, warte mal, Spam-Wolke. Irgendwas war doch mit Wolke hier, ne? Cloud irgendwas. Was war denn das nochmal? Computerwurm. Was war denn das? Internet-Cloud. Wo ist denn das? Ach, hier, ne? Genau. Wolke und natürlich die E-Mail. Da ist oft Spam dabei. Kennt ihr auch diese Spam-Mails? Online-Piraterie. Bestimmt was mit dem Spielzeugpiraten. Und Piraterie. Da brauchen wir auch nochmal das Internet-Cloud hier. Aber wir können sie nicht... wir können die Sachen hier wieder verbinden. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was war da noch? Es ist ein Zeichen-Kombo. Ah, das könnte ich mir gut vorstellen, das Zeichen hier. Und das da bestimmt noch diesen Weg entlang, aber so viel Kohle haben wir nicht. So, wir gucken mal, was wir da alles rausreißen können. Ah, das ist putzig hier, wie das animiert ist. Wie die Blüten da abgehen. Diese Pusteblumen. Auch nicht schlecht. Ja. Gut. Wer keine Kohle hat, der ja, sollte es sein lassen. So nach dem Motto, wir holen das einfach mal her, weil das dauert 100 Jahre. So, wir machen einmal das hier. Einmal das hier. Einmal. Ahoi, sagt er noch. Verbrennen alles. Das haben wir und das haben wir. Jawohl. Genial sind wir, oder? Oh, hier. Wow, das gefällt mir. Ja. Dann können wir auch noch das kaufen. Das kaufen. Wow. Heftig. Wow. 239 hier. Und da kommt immer noch was raus hier. Nochmal. Oh, 115 nochmal. Oh, dann haben wir hier auch... Ach so, es ist ein Zeichen-Kombo. Ach ja, das sind wir ja. Sonnenblume-Kombo. Ich denke mal, da waren noch Anfang so Blumen. Das da, oder? Die Instant-Blumen. Und Sonnen. Die Miniatursonne. Dann müssen wir die ja verbrennen irgendwann. Aber die, das können wir verknüpfen, denke ich. Weil da brauchen wir für Mini-Milchstraße. Da brauchen wir die ganzen... Sachen einmal die Sonne. Dann brauchen wir... Oh, Entschuldigung. Brauchen wir hier... Ich bin schon leicht verwirrt. Den Miniatur-Pluto. Und dann gab es auch hier noch den Miniatur-Mond. Den brauchen wir auch. Können wir alles miteinander verbinden. Instant-Blumen, die Sonne. Und dann brauchen wir nur für die ganze Kombo die Miniatur-Sonne nochmal für die letzte. Zukunft ist so hell, da brauchen wir noch die Sonnenbrille dazu, was ja logisch ist. Weil vor der Sonne schützt man sich ja natürlich mit der Sonnenbrille. Dann würde ich sagen, das absolut finale Brennelement hier, das letzte große Feuerwerk, passiert, weil wir jetzt gleich alles hier reinschmeißen. Und ja, dann haben wir mehrere Sachen gleich auf einen Haufen. Also die letzten Kombos. Oh, es wird richtig spannend. Ich bin schon total aufgeregt, was jetzt gleich passieren wird. Leute, ihr könnt echt gespannt sein. Und wir holen uns nochmal dieses Gelump hier alles ein bisschen schneller her. So, ich guck nochmal. Wir brauchen ja... Ja. Das ist mit dem Mond. Das ist auch mit dem Mond. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir und das. Oh! Jetzt geht die Welt unter, Leute. Sonnenblumen-Kombo haben wir. Aber ist das jetzt nicht alles kaputt gegangen? Oh, ist das unfair. Nee, das Mini haben wir. Und Zukunft ist so hell-Kombo. Jetzt haben wir gute Sachen miteinander verbindet. Das habe ich gut gemacht, weil die Sonne ist nämlich sehr teuer. Und am Anfang musste ich die dann immer einzeln kaufen. Und das lohnt sich einfach nicht. Boah, das Geld fliegt rum. Ich will es haben. Hey, da flog doch gerade voll der fette... Ja, hier. Fette Zeug rum. Oh Gott, wir haben einen Brief bekommen und, ja. Leute, schaut euch das nochmal an hier. Wir setzen das ins Gesicht von diesem Kerl hier. Und wie das leuchtet, wie eine Erleuchtung. Wow. Heftig. Genießt nochmal kurz den Moment, Leute. Bevor die Welt untergeht. Wow.
Bams. Und der fette Batzen mit 637 Geld. Scheinen, Münzen hier. Wir haben 999 und 99. So, Leute. Oh, scheiße. Das ist ein Zeichen-Kombo. Wurde nicht gewertet. Das müssen wir nochmal schnell machen, bevor wir den Brief lesen. Das hier, obwohl ich die Sachen eigentlich gekauft hatte. Die holen wir auch nochmal schnell her. Tja, dann haben wir halt nicht mehr 99, aber ist ja auch wurscht. Das ist leider kaputt gegangen durch den Mond irgendwie, weil da irgendwie alles eingefroren ist. Ist was anderes. Ah, jetzt haben wir es. Boah, was ist das denn? Geht jetzt schon die Welt unter oder was ist los? Wir haben zwei Briefe bekommen. Ich möchte gerne 999 haben. Das ist so ein Drang irgendwie. Ich brauche noch mehr Briefmarken. Dann müssen wir halt Spinnen sammeln oder was? 999 habe ich. Ich brauche Briefmarken. Ich will noch Briefmarken. Weil wir haben jetzt halt hier, Leute, ihr könnt euch vergewissern, alle Kombos rausgefunden. Oh, das gefällt mir. Ach ja, und jemand hat mal erklärt, die wo so eingerahmt sind mit Gold, das sind die Sachen, die wir besonders häufig gekauft haben. Und wenn wir alle Sachen besonders häufig gekauft haben, also auch zum Beispiel das hier in Gold, das bla bla bla, dann passiert am Ende nochmal was Besonderes. Und deswegen habe ich mir so überlegt, ob ich das vielleicht offline noch mache, dass ich die ganzen Sachen kaufe. Weil ich da selbst sehr gespannt sein, ja, wäre, gespannt bin. Und vielleicht mache ich das. Aber ich, alles kann man ja gar nicht. Vielleicht mache ich das auch am Schluss. Ich weiß es nicht. Ja, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, ob es noch am Schluss geht, aber... Ja, wir haben jetzt hier nur 92 Teile. Ich wollte doch noch irgendwas haben. Ich probiere das jetzt nochmal. Mit so ein paar kleinen Sachen. Die Briefe, die möchte ich echt wirklich jetzt erst am Schluss öffnen. Weil, ja, ihr werdet das dann schon sehen. Aber soweit, das Spiel ist richtig genial gewesen. Ich tue es gerade schon so, als wäre schon das Ende hier in Sicht, aber... Tja, Leute, die Wahrheit ist, das Ende ist auch schon in Sicht. Die letzten Sachen, wir haben nämlich alle Kombos gefunden. Und, ja. Dann heißt es leider Abschied nehmen. So, das halten wir schon mal hier. Und das hier, ich hoffe, das haut es ein bisschen raus, obwohl das keine teuren Produkte waren. Aber so ein bisschen wäre schon nicht schlecht, ne? Oh, nur ein Ding kriegen wir da immer. Oh, die Spinne. Die gibt uns doch was. Oh, aber leider kein Teil. Na, ist egal, wenn wir hier keine 99 haben, das kommen wir später immer noch. Okay, der erste Brief, Leute. Es ist Zeit zu gehen. Erinnerst du dich? Einige Dinge sind spezieller als andere. Es gibt vier Gegenstände. Eins, zwei, drei, vier. Sie haben etwas Besonderes an sich. Erinnerst du dich? Verbrenne sie zusammen. Es ist Zeit. Ja, und wenn wir das verbrennen, dann passiert was. Und ich muss mal kurz gucken. Ihr könnt euch vielleicht auch noch dran erinnern. Als letztes natürlich könnt ihr euch bestimmt dran erinnern, mussten wir ihr eine Sonnenbrille kaufen, weil ihr sie total verstrahlt war, so nach dem Motto. Dann mussten wir ihr irgendwann schon einmal einen Magneten kaufen. Der kaputte Magnet natürlich. Dann die Leuchtkäfer. Wo waren die denn überhaupt nochmal, Leute? Da bin ich jetzt gerade selbst überfragt. Das waren die begeisterten Käfer. Wo sind die Leuchtkäfer hin? Warte, ich muss mal kurz gucken. Wo ist denn der Kammerjäger? Wenn ich mich wenigstens hier auskennen würde. Der Kammerjäger ist... Hier ist der Kammerjäger. Wo sind denn dann die Käfer? Die Leuchtkäfer? Da sind sie nicht, ne? Da auch nicht. Das sind ja nicht die Leuchtkäfer, oder? Sind das die Leuchtkäfer? Ich kaufe die einfach, aber das stimmt auch nicht, oder? Was ist das? Das waren das? Waren die hier irgendwo? Ich dachte, die wären hier irgendwo gewesen. Die hießen doch mit dem Namen Leuchtkäfer. Da bin ich jetzt total bescheuert. Da gucke ich gleich nochmal nach. Putupuri-Bombe war es auch nicht.
Pulverfass. Das ist sehr seltsam. Da war es nämlich auch nicht. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach an meinen schlauen Zettel, ob ich irgendwas von Leuchtkäfer sehe. Ich weiß gar nicht gerade, wo ich hier... Ah, hier habe ich doch von meiner Schnauze. Ihr müsst kurz warten, Leute. Ich guck mal, ob das die Leuchtkäfer sind. Ja, wenn man was sucht, natürlich, dann findet man es auch nicht, wie immer. Ich sehe jetzt gerade mal ein Epic Fail von mir anscheinend. Aber gut. Ich sehe gar nichts von Leuchtkäfer hier, ehrlich gesagt. Vielleicht heißen die auch gar nicht Leuchtkäfer. Also nur die Käfer heißen die vielleicht einfach. Das könnte ich mir nämlich vorstellen, wisst ihr? Ich sehe hier nur die begeisterten Käfer von Katalog 3. Vielleicht habe ich das einfach falsch aufgeschrieben. Na gut, wir probieren es einfach aus. Ich habe keine Ahnung, was die will von mir. Wir lesen einfach jetzt erstmal den Brief. Oh, die Miss Nancy. Oh, Gratulation. Du hast jede Kombination gefunden. Das bedeutet, du hast den Platinum-Regenbogen-Elite-Status im Tomorrow Corporation Combo-Bonus-Programm erreicht. Deine Zeit und Bemühungen waren gut investiert. Als besondere Belohnung für deine harte Arbeit und deine Treue zu Tomorrow Corporation möchte Tomorrow Corporation deine außergewöhnliche Treue mit diesem Geschenk ehren. In Liebe, Miss Nancy. Was bekommen wir? Hab Spaß! Oh, ein Karton, Leute. Du bekommst ein neuartiges Mauspad. Yeah. Wäre schön, wenn man das auch wirklich verscherbeln könnte. Komm, wir verscherbeln das gleich mal. Oh! Oh, kommen da viele Briefmarken raus. Da habe ich doch jetzt wieder meine Briefmarken. Genial. So, was steht in diesem Brief? 1, 2, 3, 4. Du hast sie mir bereits einmal gegeben. Du hast mir jeden Gegenstand geschickt. Ich musste mich nicht einmal umdrehen. Verbrenne sie zusammen. Es ist Zeit. Sagt sie, oder was? Jetzt hätte sie eine Ahnung vom Leben. Dann probieren wir das einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob das die Leuchtkäfer sind. Anscheinend nicht. Also irgendwie passiert ja gerade gar nichts. Und wir haben den Stand von 999 und 99. Also noch kann ich nichts erkennen. Die Leuchtkäfer waren es anscheinend nicht. Tja, da müssen wir nochmal im Katalog gucken, Leute. Das war Glas mit Glühwürmchen. Irgendwie bin ich gerade blind. Die Leuchtkäfer waren meines Erachtens hier irgendwo. Oder waren das? Ne, das waren die winzigen Galaxien. Sehr komisch. Oder die da? Ne, die waren auch nicht. Kokon? Was auch nicht. In den neueren Katalogen waren die sowieso nicht dabei. Soweit ich das weiß. Oder war hier nochmal irgendwas? Computerwurm. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, in welchem Katalog das nochmal zu finden war. Aber war das nicht irgendwo hier? Okay, wir warten. Das ist jetzt schon zu Ende gebrannt. Dann würde ich sagen, mache ich mich auf der Suche nach dem Leuchtkäfer. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao!